Ja, so jetzt muss ich das hier wohl bestätigen, wie es aussieht. Dann übernehme ich von Henry Ziese. Vielen Dank, Henry, für die Einleitung und ich begrüße auch alle ganz herzlich, die uns heute Abend zuschauen und zuhören und insbesondere natürlich Steffi Brüning von der Dokumentations- und Gedenkstätte in Stock. Guten Abend. Guten Abend Ja, auch von meiner Seite. schön, dass Sie das ermöglichen konnten heute, dass wir also heute miteinander unser Gespräch führen können. Und der Ablaufplan sieht so aus, dass ich zunächst Frau Dr. Steffi Brüning vorstellen möchte. Und wir dann im Anschluss also über den historischen Ort, über die Gedenkstätte und das Dokumentationszentrum sprechen und im Weiteren dann auf die pädagogischen Angebote, auf die Arbeit von Steffi Brüning in Rostock zu sprechen kommen werden. Ja, also zunächst die Vorstellung. Ja. Steffi Brüning wurde 1987 in Kühlungsborn geboren und absolvierte nach dem Abitur ein Bachelorstudium in Greifswald und anschließend den Studiengang Historische Wissenskulturen an der Uni Rostock, welches sie mit 2013 mit dem Master abgeschlossen hat. Sie arbeitete als studentische Hilfskraft bei der BSTU, Außenstelle Rostock, seinerzeit schon in der Dokumentations- und Gedenkstätte und schloss daran ihre Promotion an, die sie 2018 mit der Arbeit über Prostitution in der DDR von 1968 bis 1989 abgeschlossen hat, ein Vergleich der drei Städte Rostock, Berlin und Leipzig. In den Jahren danach war Frau Brüning in verschiedenen Projekten, unter anderem mit der Ausstellungskuration tätig und gründete das Frauenarchiv Mecklenburg-Vorpommern mit. Von 2018 bis 2021 arbeitete sie als Studienleiterin im Regionalzentrum für demokratische Kultur der Evangelischen Akademie der Nordkirche. Und seit dem vergangenen Jahr ist Frau Dr. Brüning die Leiterin der Dokumentations- und Gedenkstätte in Rostock und bei der Landeszentrale für politische Bildung beschäftigt. Soweit die Vorstellung. Und ja, die erste Frage, das erste Thema soll der historische Ort der Gedenkstätte, die ehemalige Untersuchungshaft in Rostock sein. Und ja, ich bitte Sie, Frau Brüning, dazu Ihre Ausführungen zu starten. Das mache ich sehr gerne, Herr Klin. Vielen Dank für die Vorstellung und natürlich auch für die Einladung. Das gilt auch an Herrn Ziese, der jetzt nicht mehr zu sehen ist. Ich freue mich sehr, heute Abend die Gedenkstätte vorstellen zu können. Und Herr Klin, Sie haben es gerade schon erwähnt, die Gedenkstätte ist eine ehemalige Untersuchungshaft des Ministeriums für Staatssicherheit für den Bezirk Rostock. Es ist eins der wenigen Untersuchungsgefängnisse, das in der DDR extra für die Staatssicherheit gebaut wurde, Ende der 1950er Jahre ein Neubau. Und es befindet sich ziemlich dicht am Stadtzentrum und ist umschlossen sozusagen, also befindet sich direkt in der Mitte der ehemaligen Bezirksverwaltung des Ministeriums für Staatssicherheit. Das Haus hat als Untersuchungsgefängnis 1960 geöffnet und bis 1989 haben hier um die 4.900 Menschen, Männer und Frauen, Jugendliche ab einem Alter von 15 Jahren Untersuchungshaft aus politischen Gründen erlebt. 4.900 Personen, das klingt schon viel. Man muss immer dazu sagen, dass das natürlich nicht alle Menschen sind, die aus politischen Gründen inhaftiert wurden. Viele sind auch bei der Volkspolizei gelandet und ein Teil eben hier im Haus. Daneben waren
in der Haft auch immer Strafgefangene untergebracht. Das ist ein ziemlich spannendes Thema, zu dem wir noch ziemlich viele Fragen haben tatsächlich. Für die Stadtsicherheit ging es darum, Menschen im Haus zu haben, die hier gearbeitet haben. Und dafür hat man eben Häftlinge genommen, die schon verurteilt waren und dann ihren Strafvollzug hier in dem Gefängnis abgesessen haben und eben hier im Haus gearbeitet haben. Über die ist momentan noch relativ wenig bekannt. Da sind wir auch nach und nach dran, da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Mhm. Genau, das vielleicht so als eine Rahmung. Ja. Habe ich was vergessen, Herr Kleen? Nein, nicht, dass ich wüsste. Sie haben im vergangenen Jahr die Dokumentations- und Gedenkstätte neu eröffnet. Das heißt, das Haus ist rekonstruiert worden, saniert worden und ist dann in der Trägerschaft der Landeszentrale für politische Bildung eröffnet worden. Was hat sich damit für das Haus geändert? Sind da auch historische Gegebenheiten wiederhergestellt worden? Hat sich da was dann auch für Ihre Arbeit dadurch verändert? Vielleicht können Sie dazu noch was sagen. Ja, sehr gerne. Also erstmal vielleicht zum Start. Die Gedenkstätte für alle diejenigen, die das Haus schon kennen, war bis 2017 in Trägerschaft des Bundes und des Landes. Und die damalige Außenstelle des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen war personell verantwortlich und hat die Gedenkstätte bis 2017 wirklich zu einem anerkannten Bildungsort entwickelt. Das muss man wirklich so sagen. Und wir merken, dass wir davon sehr deutlich profitieren und auch immer für die Beratung der Kollegen dankbar sind. Dann wurde das Haus eben ab 2017 geschlossen und umfangreich saniert bis zum letzten Jahr, als wir im Mai letzten Jahres genau die Schlüssel bekommen haben. Da fanden so die letzten Arbeiten statt. Und man merkt hier, wenn man durchs Haus geht, wirklich, dass die Verantwortlichen für die Sanierung mit einer großen Sensibilität vorgegangen sind, um das Authentische nicht kaputt zu machen und nicht anzugreifen, sondern um, wie Sie schon gesagt haben, vielmehr auch noch Dinge hervorzubringen und zu rekonstruieren. Und ich glaube, jetzt wäre ein Zeitpunkt damit, dass ich mal den Bildschirm teile. Ich habe nämlich ein paar Fotos mitgebracht, die ich sehr gerne zeigen kann, damit das Publikum auch eine Chance hat, den Ort mal ein bisschen zu sehen, auch wenn es nur am Bildschirm ist. Ich mache das mal und hoffe, es klappt. Ja, sieht gut aus. Wunderbar. Ich habe hier mal ein paar Fotos mitgebracht. Sie sehen hier auf der ersten Folie in dem linken Bild eine Außenansicht, die noch eine alte, originale Schranke zeigt. Das war der Zugang zur Bezirksverwaltung sozusagen. Und dieses Haus, sehen Sie meine Maus, Herr Kleen? Ja. Okay, dann kann ich nämlich direkt drauf zeigen, auch für die Teilnehmenden. Ja, ist zu sehen. Hier dieses Eckhaus, da beginnt im Prinzip das Gefängnis, das sich hier nach hinten durchzieht. Und Sie sehen hier auf dem zweiten Bild das Innere mit 3 Etagen, 50 Zellen. Das ist also wirklich ein großes Gefängnis. Die Ausmaße sieht man hier auf dem zweiten Foto noch mal ein bisschen besser. Da ist der gesamte Hafttrakt zu sehen. Und es schließt an der ehemalige Freihof, in dem zum Beispiel auch Rekonstruktionen stattgefunden haben. Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Wenn wir darüber reden, was rekonstruiert worden ist, dann kann ich auf jeden Fall Ihnen diesen Ort hier im Haus zeigen. Entschuldigung, Frau Brünig, können Sie noch mal ein Bild zurück? Ja, sehr gerne. Wenn ich das da richtig weiß, die Gebäude im Hintergrund, also auch das Hochhaus, beide Gebäude gehörten damals zur Bezirksverwaltung für Stadtsicherheit, nicht? Also, ganz genau. Dass das die Urhaft faktisch unmittelbar an einbezogen worden ist hier, also in das Ministerium für Staatssicherheit. Ganz genau. Also das Gebäude hier, das Gefängnis, bildet im Prinzip die Mitte der ehemaligen Bezirksverwaltung. Sie meinen bestimmt diese Gebäudeteile hier zum Beispiel, ne? Oder auch, was man hier im Hintergrund sieht, genau das war alles Bezirksverwaltung. Und vor der heutigen Gedenkstätte ist hier ein Parkplatz, der gehört zu einem Supermarkt. Auch in diesem Supermarkt, das sind auch noch authentische Gebäude im Prinzip. Auch da befanden sich
Einrichtung des Ministeriums für Stadtsicherheit, also wirklich alles drumherum und das Gebäude in die Mitte. Genau. Okay, dann springe ich mal wieder zu diesem Foto. Das zeigt die ehemalige Erstaufnahme im Untersuchungsgefängnis und das ist jetzt zum Beispiel ein Ort, der rekonstruiert worden ist. Nach 1990 hat das Gebäude nämlich unterschiedliche Nutzungen erfahren und die haben immer auch dazu geführt, dass baulich Sachen verändert wurden und quasi der Originalzustand aus der DDR nicht mehr sichtbar war. Diese Türen hier zu den Zellen zum Beispiel, die Sie sehen, die wurden 1990 rausgenommen und die Wand wurde einfach verschlossen. Das heißt, es war vor der Sanierung einfach eine weiße Wand zu sehen und jetzt sind diese sogenannten Erstaufnahmezellen wieder rekonstruiert worden. Das ist so der erste Ort, der wiederhergestellt worden ist. Und dazu, das sieht man jetzt leider nicht auf dem Foto, auch ein, wie ich finde, total gutes Ergebnis der Sanierung ist. Da sind, wenn Sie das hier sehen, hier ist ein Treppengeländer, da sind ein paar Treppenstufen. Das war auch ein großes Thema hier im Haus, weil es ziemlich viele Treppen gibt und das Haus so gut wie nicht barrierefrei war. Deswegen haben auch da die Architekten sich was einfallen lassen und einmal einen Aufzug installiert und auch in verschiedenen Bereichen, wie hier zum Beispiel in dem mit diesen vier Treppenstufen, so einen kleinen Hubaufzug eingebaut, der es uns eben ermöglicht, dass in nahezu alle Bereiche auch Menschen gehen können, für die Treppen etwas schwieriger sind. Das ist so ein weiterer Vorteil. Ja. Genau, und ich erinnere mich vielleicht zu der Erstaufnahme noch ganz kurz. Ich erinnere mich total gut dran, wir haben gleich zu Beginn so verschiedene Sonderveranstaltungen gemacht, um einfach Menschen so schnell wie möglich wieder das Haus zu zeigen. Und unsere allererste Sonderveranstaltung war ein Rundgang, den wir angeboten haben für ehemalige Inhaftierte. Das fand am 17. Juni im letzten Jahr statt und wurde wirklich auch gut angenommen. Und das war für mich total beeindruckend. Also es hat wirklich lange nachgewirkt, weil ja auch für die Inhaftierten zum Beispiel diese Erstaufnahme ab 1990 nicht mehr zu sehen war. Auch wenn sie als Zeitzeugen schon im Haus waren, war das eben nicht mehr da. Und das war für sie quasi auch ab ihrer Verhaftung das erste Mal, dass sie das wieder sehen konnten. Das wirkte tatsächlich lange nach. Genau, und diese Zellen, das sieht man jetzt nicht so ganz gut, die sind relativ klein, die sind sehr eng und gehen relativ hoch. Also auch da lässt sich für uns, für Besucher immer gut zeigen, wie Architektur auch einfach genutzt wurde, ne, um Ermittlungen voranzubringen. Ja. Genau, und dann gehen wir mal ein Stück weiter. Hier habe ich ein Foto mitgebracht vom Zellengang in der ersten Etage. Auch hier fand während der Sanierung, Sie sehen diesen Glasbausteinboden, auch da fanden Arbeiten statt, um den einfach ein bisschen zu modernisieren und vor allem auch die Traglasten wieder herzurichten, damit wir da für die nächsten Jahre und Jahrzehnte gut mit vielen Menschen drauf laufen können. Und gleichzeitig fanden so Arbeiten statt, die man überhaupt nicht sieht, zum Beispiel in den Wänden, die Leitungen und so wurden erneuert. Also auch sowas war natürlich ein Riesenthema, ne? Und das sind alles Dinge, die man eben nicht wahrnehmen kann. Und auf diesem Foto deutet sich hier schon auf der linken Seite sozusagen, sehen Sie schon einen kleinen Auszug von unserer Ausstellung. Das ist auf dem Foto noch besser zu sehen. Das ist im Prinzip im Moment unsere erste Ausstellung, die wir dank der großartigen Unterstützung des Stasi-Unterlagenarchivs Rostock als vormaliger Trägerin so schnell hinbekommen haben. Das war eine Ausstellung, die Sie dazu gesteuert haben und die wir jetzt zeigen können, die auch wirklich gut angenommen wird und über zwei Etagen geht. Genau, und dann vielleicht als letzter kurzer Einblick noch in die Sanierungsergebnisse auch, habe ich hier ein Foto mitgebracht, das zeigt den ehemaligen Freihof. Ja. Und der war in sogenannte Freigangsboxen unterteilt. Und dieser Blick zeigt auch ganz gut die Enge dieser Freigangsboxen. Ja. Und auch hier sind nach 1990 so ein paar Veränderungen vorgenommen worden. Unter anderem sind diese Zwischenmauern, die Sie jetzt hier wieder sehen, abgerissen worden. Das war auch etwas, was man vor der Sanierung sozusagen nur ansatzweise zeigen konnte. Und jetzt wurden eben diese Mauern wieder hochgezogen, nicht bis ganz nach oben. Das deutet hier der schwarze Rahmen an, wie hoch die eigentlich waren. Und auch das, finde ich, ist so ein Beispiel dafür, dass die Architekten und alle Handwerker, die hier gearbeitet haben, sich wirklich Mühe gegeben haben,
quasi nicht so zu tun, als ob sie ein Original imitieren wollen, sondern klar gezeigt haben, das ist jetzt was Neues, das ist eine Rekonstruktion, aber man kann eben Raumverhältnisse wieder gut wahrnehmen. Ja, und der Kontrollgang, der ehemalige Kontrollgang von dem Stasi-Wachposten, der war jetzt faktisch in unserem Rücken über uns. Wenn man auf genau, der ist jetzt in dem Bild, wenn Sie sich, da ist der quasi über dieser Tür. Ach so. Genau, okay. Da ist der Wachpostengang und auch das kann ich gleich ergänzen, das ist ein total gutes Stichwort, Herr Klehm. Auch da zum Beispiel ist ein kleiner Balkon eingerichtet worden, dass Menschen jetzt die Möglichkeit haben, sich diese Freihöfe auch mal von oben anzuschauen. Das war vorher auch nicht möglich. Genau, vielleicht so weit erstmal ein kurzer Rundumblick durch die Gedenkstätte. Ich würde die Bildschirmfreigabe mal stoppen. Ja, gut. Ja, schön. Ich denke, da haben jetzt wirklich alle einen Eindruck bekommen, was man in dem Haus sehen kann. Natürlich nicht die Ausstellung im Detail, aber dazu müssen Sie selbstverständlich dahin fahren und sich das angucken. Das wollen wir jetzt hier auch im Detail, die Ausstellung also nicht vorstellen. Im nächsten Punkt, zum nächsten Thema, das wäre Ihre pädagogische Arbeit, die pädagogischen Angebote, die Sie in der Dokumentations- und Gedenkstätte vorhalten und also auch die verschiedenen Zielgruppen, an die oder für die Sie diese Angebote dort machen. Ja, wenn Sie dazu jetzt als nächsten Thema was sagen könnten. Sehr gerne. Wir haben im Juli geöffnet und wir haben ziemlich schnell festgestellt, dass die Zielgruppen bei uns im Haus wirklich breit gefächert sind. Es sind in den ersten Monaten bis Dezember, da mussten wir pandemiebedingt wieder schließen, sind mehr als 3000 Menschen zu uns gekommen, die aus ganz unterschiedlichen Bereichen kamen. Es sind natürlich zum Glück auch sehr viele Schulklassen dabei gewesen, die das gerne genutzt haben, um Exkursionen zu machen, Wandertage, also Jugendliche, die zu uns kommen. Aber es sind eben auch viele, zum Beispiel Familien, die Führung machen möchten. Es sind auch aus unterschiedlichen staatlichen Institutionen, die Bundeswehr, Gerichte, andere Einrichtungen, die Ausflüge zu uns machen und das als Weiterbildung auch natürlich einfach nutzen. Und natürlich spielt für Rostock auch eine große Rolle Menschen, die hier Urlaub machen. Also Touristen, Touristinnen, die eben nicht von hier kommen, die, glaube ich, pandemiebedingt jetzt noch seltener aus dem Ausland gekommen sind im letzten Jahr. Aber auch das spielt eine Rolle. Und rein quantitativ merken wir, dass es im Prinzip genauso viele Jugendliche wie Erwachsene zum Beispiel sind. Also es sind viele Schulklassen, aber es kommen auch sehr viele Erwachsene, für die wir natürlich immer versuchen, gute, passgenaue Angebote zu stricken. Mhm. Genau. Ja. Und um da... Ja. Konkreter zu werden, also was wir zum Beispiel anbieten, ist immer donnerstags eine öffentliche Führung. Die haben wir im Moment pandemiebedingt noch aussetzen müssen, aber damit wollen wir bald wieder starten. Das ist immer 15 Uhr jeden Donnerstag, kann man vorbeikommen und hier eine öffentliche Führung machen. Das sind wirklich sehr spannende Gruppen, weil die sehr gemischt und sehr heterogen sind. Die dauert so im Schnitt 1,5 bis 2 Stunden. Und das ist im Prinzip auch unser kürzestes Format, was wir anbieten. Also wir haben für Schulklassen zum Beispiel auch für Jugendliche den Anspruch schon, dass wir nicht ausschließlich einen Rundgang durchs Haus machen möchten, sondern vorne und hinten dran sozusagen noch eine Einführung und einen Abschluss und am liebsten auch Projekttage, also ganztägige Formate als so Kompromisslösung, weil wir eben auch wissen, dass es für Lehrkräfte vor allem doch manchmal schwierig zu organisieren ist, so einen ganzen Tag oder auch mehrere Tage bei uns einzuplanen, haben wir aber auch so eine Formate wie zum Beispiel ein Seminar von 3 Stunden, auch das wird ziemlich gut angenommen. Ja, ja. Und vom Themenbereich her, im Unterschied jetzt zum Dokumentationszentrum hier in Schwerin, was ja auch das Thema Nationalsozialismus, gerade die Sondergerichte hier am Demmlerplatz abdeckt oder die Zeit der sowjetischen Besatzung, das sowjetische Militärtribunal, konzentriert sich Rostock tatsächlich auf die Zeit der Stadtsicherheit.
Sie haben das ja vorhin gesagt, nicht? Die U-Haft ist speziell also auch für das MFS Rostock, für die Bezirksverwaltung gebaut worden. Das heißt also, von Ihrem Themenangebot her decken Sie den Bereich Staatssicherheit ab, das Thema Verfolgung, Unterdrückung. Geht das darüber hinaus? Also, ich sag mal, beschäftigen Sie sich auch mit den Tätern, mit den Opfern sicherlich ganz bestimmt, aber auch mit sowas wie Alltag in der DDR, mit dem Alltag von Jugendlichen vielleicht? Das ist eine gute Frage. Also wir haben mittlerweile ganz gute Erfahrungen damit gemacht, sowas zum Beispiel auch zum Anfang zu thematisieren. Wenn ich Seminare starte oder auch Kolleginnen Seminare starten, dann fragen wir ganz gern, was sie mit der DDR verbinden. Einfach auch, um eine Chance zu haben, die Gruppe für uns zu öffnen, weil wir schon merken, dass da ganz unterschiedliche Erzählungen kommen. Es gibt auf der einen Seite das so öffentliche Wissen über die DDR, dass die DDR als Diktatur bezeichnet wird, als autoritärer Staat, in dem es Verfolgung und Opposition gab. Und dann merken wir aber auch, dass es in den Familien teilweise natürlich andere Erzählungen gibt. Also wenn ich nach Begriffen zum Beispiel frage, was Jugendliche noch so aus ihren Familien mit der DDR verbinden, kommt dann natürlich auch Begriffe wie Heimat oder Sicherheit, Konsum, also viele Bereiche aus der Alltagsgeschichte. Und wir versuchen das immer aufzugreifen. In der Zeit, die wir haben, wenn das so ab 2 Stunden losgeht, ist aber natürlich klar, dass wir uns hier, und dafür sind wir auch da als Gedenkstätte, auf die Themen politische Verfolgung und Opposition auf der anderen Seite konzentrieren. Aber wir versuchen es immer schon auch einzuordnen, um zu zeigen, dass es natürlich auch sowas wie Alltagsgeschichte gegeben hat. Ja, und wenn ich das richtig gesehen habe, differenziert sich das Angebot, ja, also das pädagogische Angebot natürlich aus zwischen den verschiedenen Klassenstufen, und die Schülerinnen arbeiten ja durchaus auch selbstständig, nicht, während der Projekttage. Und was Ihnen ja auch wichtig ist, wir haben das ja im Vorgespräch schon mal thematisiert, das ist ja die Vorbereitung in der Schule und dann aber auch die Nachbereitung. Ich sage das jetzt mal so ein bisschen lustig, das ist nur schade, dass Sie das nicht kontrollieren können, nicht, dass die das auch tatsächlich machen. Dass das sozusagen auch abgerundet wird und ein bisschen Nachhaltigkeit bekommt. Ja, genau. Also der große Vorteil daran, nicht nur für uns, sondern natürlich auch für die Lehrkräfte und Jugendlichen, ist, dass wenn wir mit einer Vorbereitung, wenn Lehrkräfte das vorbereiten im Unterricht, dass wir hier natürlich viel intensiver arbeiten können. Ne? Wenn Jugendliche zu uns kommen und sie hier an diesem Ort das erste Mal von DDR-Geschichte was hören, wenn zum Beispiel Begriffe wie SED, Ministerium für Staatssicherheit komplett neu für sie sind, dann fangen wir bei Null an und müssen in der Zeit, die wir haben, die einfach begrenzt ist, natürlich relativ viel machen. Das heißt, eine Vorbereitung ist eigentlich für alle gut. Und wir unterstützen Lehrkräfte da auch gerne, indem wir Material zum Beispiel empfehlen. Wir arbeiten gerade auch an eigenem Material, das wir für eine Vorbereitung anbieten möchten. Und wir haben jetzt als erstes zum Beispiel auch Material zur Nachbereitung zur Verfügung gestellt, das wir kostenfrei dann auch geben und rausschicken, das einfach nochmal die Möglichkeit bieten soll, nach so einem Besuch zu reflektieren. Weil wir gerade auch bei Jugendlichen merken, dass da wirklich noch viel nachwirkt. Ne? Das ist ein authentischer Ort. Hier sind ganz viele Emotionen im Spiel. Und wir haben einfach nicht die Gelegenheit, das gut aufzugreifen, weil wir ja die Jugendlichen, wenn sie weg sind, nicht mehr sehen. Und deswegen bieten wir auch das an und empfehlen das einfach nur. Sie haben natürlich total recht, wir können es nicht kontrollieren, aber wir können es empfehlen und merken auch, dass Gruppen das wirklich gut annehmen. Also dass gerade auch Lehrkräfte dankbar dafür sind, wenn sie Material direkt an die Hand bekommen und da einfach auch ein bisschen Unterstützung haben. Ja, ja. Haben Sie Erfahrungen auch mit Ost-West gemischten Gruppen? Hat es sowas vielleicht schon gegeben, dass Sie da also aus Ost- und Westdeutschen eine gemeinsame Gruppe, weil die Perspektive auf DDR ist ja dann noch mal grundsätzlich eine andere? Das ist tatsächlich total spannend, vor allem während der öffentlichen Führungen, die wir anbieten. Da hatte ich es im Sommer und Herbst total häufig, dass die Gruppe sich fast 50-50 aus sogenannten Ost- und sogenannten Westdeutschen zusammensetzt. Und das ist
Eigentlich ist es dann vor allem meine Aufgabe gewesen, zu moderieren. Also ich habe gemerkt, dass Ja. natürlich auch so ein Ort dazu einlädt, Erinnerungen wieder hochzuholen, selber ins Erzählen zu kommen. Und dazu laden wir auch ein. Wir sind ungern diejenigen, die 2 Stunden durchgängig alleine sprechen. Also es darf sehr gerne auch erzählt werden. Und wir merken, dass das gut angenommen wird. Und da sind unsere Erfahrungen aber auch ganz gut. Es kann natürlich auch mal emotional werden und es kann auch mal intensivere Gespräche geben. Aber ich glaube, auch dafür ist so ein Ort da. Ja, ja. Wir haben hier eine erste Frage im Chat und hier fragt Frau Bülow nach dem Material für Lehrerinnen. Ich nehme an, das kann sie sozusagen entweder schon von der Seite runterladen oder bei Ihnen per E-Mail oder so ja, bestellen, sage ich da mal zu. Ganz genau. So machen wir das, dass wir das per Mail rausschicken, auch Empfehlungen. Was ich hier vielleicht in der Kürze sagen kann, ist, dass wir auch da auf ganz viel schon publiziertes Material vom Stasi-Unterlagenarchiv zurückgreifen. Es gibt umfangreiche Quellenhefte zum Beispiel mit Aufgaben. Es gibt gute Filme, die online abrufbar sind. Da ist auch ein Digitalisierungsschub in den letzten Jahren entstanden, was man kostenfrei nutzen kann. Das empfehlen wir auch, weil es da auch viele regionale Beispiele gibt, also wirklich Fälle zum Beispiel, die hier in der Region passiert sind und mit denen, glaube ich, so ein Gedenkstättenbesuch total gut vorbereitet werden kann. Ja, ja. Vielleicht können wir ja nachher nochmal die Internetadresse, die E-Mail hier in den Chat schreiben, sodass sich dann diejenigen, die möchten, das einfach notieren können. Und aber Sie finden das ja auch, wenn Sie auf die Seite der Landeszentrale für politische Bildung gehen und da etwas suchen und, wie sagt man, blättern, kommen Sie ja auch zur Dokumentations- und Gedenkstätte in Rostock. Und da ist auch ein reiches Publikationsangebot der Landeszentrale zu finden, was wir natürlich ja auch immer nutzen. Ja. Und was gut zu bestellen ist, ich würde mal nebenbei schon unseren Link einfach in den Chat stellen. Ist schon, danke. Wunderbar. Man braucht aber eine Adresse in Mecklenburg-Vorpommern. Sonst kriegt man das nicht. Also Leute, die nicht aus Mecklenburg-Vorpommern sind, die können das hier nicht bestellen. Ja, die müssen sich an ihre Landeszentrale wenden. Aber gut, ich wollte noch auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen. Und zwar die Zeitzeugen. Ich vermute, dass Sie also Zeitzeugen haben, die selber in Rostock in der U-Haft gesessen haben, vielleicht dort also auch ihren Prozess hatten in Rostock. Möglicherweise aber gibt es auch von der Stasi-Besetzung noch Zeitzeugen. Ja, beides kann ich mit Ja beantworten. Da habe ich schon ganz spannende Begegnungen gehabt, weil viele Betroffene regelmäßig in die Gedenkstätte kommen. Das gehört natürlich auch für sie zu einem Aufarbeitungsprozess dazu. Und wir sind auch da als Gedenkstätte natürlich immer gerne bereit zu begleiten und zu unterstützen. Wir haben auch ein paar Zeitzeugen, die zum Beispiel ansprechbar sind, wenn es um Projekttage geht, dass wir Zeitzeugengespräche auch machen können. Das versuchen wir aber auch immer so behutsam wie möglich, dass es für alle Seiten einfach noch gut zu stemmen ist. Und es war auch im letzten Jahr zum Beispiel, waren tatsächlich auch einige da, die 1989 diese Bezirksverwaltung besetzt haben und noch so ihre eigenen Erinnerungsstücke mitgebracht haben. Das war auch total spannend, weil das ja auch für Rostock tatsächlich interessant ist als eine der ersten Bezirksverwaltungen, die eben friedlich besetzt worden ist. Zum Glück, wie wir heute wissen, friedlich auch geblieben ist. Ja, ja. Gibt es eventuell auch tatsächlich jemanden von der Täterseite, der sich als Zeitzeuge zur Verfügung stellt? Kommt das vor? Bisher noch nicht. Sie haben vorhin schon über die Täter angefragt, das hatte ich vergessen zu beantworten. Es ist, was Bildungsformate angeht, merken wir sehr stark, dass es auch von Gruppen tatsächlich nachgefragt wird. Also wer die Begünstigten, wer die Verantwortlichen waren. Ja. Und wir versuchen das auch immer zu thematisieren, allerdings bisher ohne Zeitzeugen. Und ich glaube, das ist auch gut machbar.
Und auch dafür haben wir jetzt zum Beispiel gerade einen Forschungsantrag nochmal beim Stasi-Unterlagenarchiv gestellt. Da bin ich jetzt im Moment dabei, die Personalakten zum Beispiel nochmal durchzugehen, um auch dann anhand derer Bildungsarbeit weiterzumachen. Also es ist schon, dass natürlich das Personal, das hier gearbeitet hat, auch für uns im Alltag eine Rolle spielt, wenn wir Bildungsformate anbieten. Ja, ja. Ja, interessant fand ich auch jetzt bei unserer Vorbereitung, dass Sie gesagt haben, dass das auch im Zuge von Jugendweiheveranstaltungen das Thema aufgegriffen wird. Also also ich zumindest persönlich hätte das jetzt nicht mit Jugendweiheveranstaltungen verbunden. Ja, aber das finde ich ja interessant und das scheint tatsächlich öfter vorzukommen. Ja, wir haben mehrere Anfragen jetzt zur Jugendweihe und es haben sich jeweils immer Eltern an uns gewandt, die so ein Begleitprogramm für ihre Kinder zur Jugendweihe organisieren und eben es auch eine gute Idee fanden, DDR-Geschichte zu thematisieren und hier zu uns in die Gedenkstätte zu kommen. Und meine Kollegin und ich haben dann dazu eingeladen, dass eben nicht nur die Jugendlichen kommen, sondern die Eltern einfach gleich mitkommen und wir daraus so ein intergenerationelles Angebot machen. Und das ist für uns tatsächlich auch interessant gewesen und hat ziemlich gut funktioniert, weil natürlich Eltern, die noch eigene DDR-Erfahrungen zum Beispiel haben, die auch noch ein bisschen was familiär aus den Erlebnissen erzählen kann, können das für Jugendliche nochmal zu einem ganz anderen persönlichen Thema machen. Das war tatsächlich spannend. Und sowas haben wir auch häufiger gemerkt, gerade im Sommer, dass zum Beispiel Großeltern mit ihren Enkelkindern gekommen sind, einfach um nochmal die eigene Geschichte zu reflektieren und den Enkelkindern zu zeigen, was früher hier für einen Staat existiert hat. Auch das kommt häufig vor. Ja, zwischendurch möchte ich nochmal alle Zuschauerinnen bitten, daran erinnern, wenn Sie eine Frage haben, die auch in den Chat zu schreiben, beziehungsweise wir können das jetzt auch gleich nochmal machen, dass Sie sich dann auch selbst mit Ihrem Bild dazu schalten. Und unser Koordinator Henry Ziese Sie dann sozusagen einlädt. Oder vielleicht kann ich das auch machen, das wird sich dann rausstellen. Auf jeden Fall, dass Sie also die Gelegenheit nutzen, auch Ihre Fragen zu stellen an Steffi Brüning. Ja, ich wollte noch mal zu den Projekttagen zurückkommen und zwar auch, um das noch praktisch zu machen. Diese Projekttage dauern 4 bis 6 Stunden oder länger und wenn die Schulklassen jetzt von außerhalb kommen, gibt es da auch eine Unterstützung? Können die sozusagen von der Landeszentrale eine Unterstützung bei der Anfahrt bekommen? Vielleicht auch einen Zuschuss für das Essen oder Verpflegung? Wie läuft das? Genau, da ist meine Kollegin Frau Wagner-Stemkowski wesentlich besser informiert als ich. Sie finden ihre Kontakte und auch Informationen zur Unterstützung bei Gedenkstättenfahrten, die vom Land ja organisiert werden, auch also ja, finanziell zu unterstützen, finden Sie auch auf der Webseite der Landeszentrale. Da kann man sich umgucken und uns dann natürlich auch ansprechen jederzeit, um Unterstützung zu bieten. Einer der großen Vorteile zum Beispiel, den ich immer wieder merke in der Praxis an Rostock ist, dass es eben auch zum Beispiel mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen ist. Das melden uns immer wieder Schulklassen zurück, die hier zum Beispiel auch Klassenfahrten hermachen oder eben Wandertage, dass man häufig keinen Bus mieten braucht, sondern dass mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen ist. Ja, ja. Und was ich da auch gleich noch ergänzen kann, dass unsere Angebote im Haus dann komplett kostenfrei sind. Auch das ist ja immer so ein Kostenfaktor, den Schulklassen, Lehrkräfte, Jugendliche mit einplanen müssen. Also Sie müssen für den Besuch bei uns hier keine weiteren Gelder einplanen. Arbeiten Sie mit anderen Institutionen in Rostock zusammen? Also kann man das beispielsweise mit anderen Punkten, Inhalten, Themen verknüpfen? Ja, das haben wir neulich gerade gemacht mit einer Schule, die auch von außerhalb kam und hier mit ihrem gesamten Jahrgang einen Tagesausflug nach Rostock gemacht hat. Und die haben dann waren bei uns in der Gedenkstätte und haben dann noch ein Angebot der Geschichtswerkstatt Rostock in Anspruch genommen zum Beispiel
und waren auch noch bei Soziale Bildung e.V., die ja vor allem in Bezug auf das Pogrom in Lichtenhagen 1992 Bildungsarbeit machen. Also die haben sich so einen Tag gestrickt, der DDR-Geschichte und auch die Transformationsphase in den 90ern umfasste. Ich glaube, das hat ziemlich gut funktioniert. Zumindest waren die Rückmeldungen der Lehrkräfte wirklich gut. Dann an weiteren Institutionen kann ich wieder das Stasi-Unterlagenarchiv Rostock nennen. Ja. Auch da zum Beispiel ist es spannend, mal das Archiv zu entdecken und ins Archiv zu gucken. Das ist auch möglich, dass wir dann auch gemeinsam planen und Angebote gemeinsam stricken. Davon profitieren wir auch letztlich. Das merken wir auch bei verschiedenen Trägern. Ne? Also wir haben jetzt zum Beispiel im Frühjahr noch so ein erstes inklusives Format. Das entwickeln wir mit einem Träger zusammen, der eben Menschen mit Behinderungen begleitet in ihrem Lebensalltag, in ihrer Ausbildung. Und wir profitieren davon, weil diejenigen natürlich ihre Teilnehmenden viel, viel besser kennen als wir. Und wir gemeinsam was planen und konzipieren können, was für die Teilnehmenden am Ende funktioniert, ja, weil es darum ja geht, ne, dass es für die Zielgruppe passt. Also das versuchen wir schon sehr häufig zu machen. Ja, gut, das sind dann in der Regel ja auch mehrtägige Angebote, nicht? Da können dann ja auch Schulklassen oder Gruppen sich 2-3 Tage in Rostock, also können das kombinieren und sich mit ganz verschiedenen Themen beschäftigen. Und die Frage wäre, ob Sie Ihnen dann auch, oder Frau Wagner-Stempkowski Ihnen auch Unterstützung bei mehrtägigen, man muss sich dann ja auch um die Übernachtung kümmern. Vielleicht kann man dann ja auch eine andere Finanzierung noch in Anspruch nehmen. Aber dafür wäre Frau Wagner-Stempkowski die richtige Ansprechpartnerin bei der Landeszentrale. Genau, oder dann auch für Lehrkräfte das jeweilige Schulamt, über das ja die Organisation auch dieser Zuschüsse okay. häufig läuft. Genau. Ja, ja. Sicherlich könnte man sich auch an andere Bildungsträger, also Sie haben ja gesagt, soziale Bildung, das ist ja auch ein anerkanntes Bildungswerk, ein Bildungsträger, an die man sich bei der Organisation solcher mehrtägigen Veranstaltungen wenden kann. Nicht auch das Ökohaus Rostock gibt sicherlich Unterstützung dabei. Also das soll hier nur noch mal eben eindrücklich erwähnt werden. Wenn man aus Zinnowitz kommt, meinetwegen, kann man auch für 3 Tage nach Rostock fahren, weil an einem Tag hin und zurück ist das mitunter schlecht. Und der Nahverkehr ist ja auch nicht im ganzen Land so hervorragend wie in Rostock organisiert. Aber es geht auch mehrtägig. So, und das, wie gesagt, sollte einfach nochmal erwähnt werden. Ja, von den pädagogischen Angeboten wollte ich nochmal zu sprechen kommen auf ein Thema, was Sie auch erwähnt hatten, schon bei der Vorbesprechung, und zwar Recherchen, mit denen Sie sich im Moment in der Dokumentations- und Gedenkstätte beschäftigen. Können Sie uns da auch noch was zu sagen? Ja, gerne. Wir haben uns entschieden, zuerst das Personal anzugucken, also die Mitarbeiter der Stadtsicherheit, die hier direkt im Haus gearbeitet haben. Das sind vorrangig 2 Abteilungen gewesen. Einmal die Abteilung 9, das waren die sogenannten Untersuchungsführer, also diejenigen, die die Vernehmungen gemacht haben, die die Ermittlungsarbeit gemacht haben. Und die zweite Abteilung war die Abteilung 14. Das war vorrangig das Wachpersonal und das Personal, das im Prinzip die Logistik und die Organisation ja. ausgestemmt hat. Und da habe ich jetzt angefangen, mir die Personalakten anzuschauen und habe einen Einblick bekommen in Personal im Prinzip, natürlich auszugsweise und stichprobenartig, von den 50ern schon bis zu den 80er Jahren. Und ich finde ganz spannend, da die Entwicklung einfach auch in dem Personalbestand zu sehen. Also man sieht sehr deutlich, dass in den 50er Jahren natürlich vor allem Personen angestellt wurden, die im Prinzip ja kommunistisch agiert haben und die auch im Nationalsozialismus im Widerstand waren, die KZ-Erfahrung hatten, die also auch Verfolgung überlebt haben. Und ja. die haben hier angefangen und haben dieses Haus beziehungsweise dann die vorherige Haftanstalt natürlich aufgebaut und geprägt zu diesem Zeitpunkt. Und dann merkt man schon auch, dass es in der Stadtsicherheit einen Generationswechsel gab. Ne? Also dass so spätestens ab Mitte der 60er, 70er Jahre der Nachwuchs rekrutiert wurde, der eben diese spezifische Verfolgungserfahrung der Kommunisten im Nationalsozialismus nicht mehr hatte und auch eher so nach Karriere natürlich aus war. Also es
Die Stadtsicherheit war ein sicherer Arbeitgeber im Prinzip für Menschen, die überzeugt waren von diesem System. Und es wurden, das merkt man auch, eben zunehmend aus Familien heraus rekrutiert. Also es ist, das ist auch kein Einzelfall in Rostock, das zieht sich ja durch die gesamte DDR, dass nicht nur zum Beispiel der Mann bei der Stadtsicherheit gearbeitet hat, sondern eben auch die Ehefrau dann irgendwo als Sekretärin angefangen hat, die Kinder rekrutiert wurden. Das zeigt sich hier in Rostock natürlich auch. Und das ist für uns auch ganz interessant, um zu überlegen natürlich, wie wir es in die Bildungsarbeit mit einbinden können. Wir haben das jetzt im Sommer, das vor einem Projekttag zu machen zum Beispiel und dann verschiedene Gruppen zu bilden und sich tatsächlich mal unterschiedliches Personal auch anzugucken anhand von Quellen und Betroffene natürlich auch. Also dass man mehrere Seiten dann hat. Was ich persönlich auch interessant finde im Zusammenhang mit dem Thema Stadtsicherheit, das ist sozusagen das Verhältnis der Sozialistischen Einheitspartei zur Stadtsicherheit. Nicht? Also nach der Auflösung, nach der Möglichkeit, unter die Stasi-Unterlagen einzusehen, hat man ja erstmal mitbekommen, wie weit oder das, wie könnte man das nennen, die Stadtsicherheit ein Dienstleistungskombinat der SED war. Also wie sehr die auf die Arbeit der Staatssicherheit Einfluss genommen haben, denen gesagt haben, wen sie verfolgen sollen, wo sie dranbleiben sollen, was sie beobachten sollen und so weiter. Wird das sozusagen aus Ihren Unterlagen, aus dem, was Sie zur Verfügung haben, auch sichtbar? Ja, also die Staatssicherheit war schon sehr deutlich das Schild und Schwert der Partei, so sah sie sich ja auch. Also es war kein Staat im Staate, der irgendwie autark agiert hat und unabhängig von der SED, sondern eben immer darauf, jetzt bin ich durch den Chat kurz abgelenkt, immer natürlich auf die SED bezogen, die am Ende das letzte Wort hatte. Und das ist auch, das merken wir jeden Tag eigentlich, eine Herausforderung, weil wir das natürlich deutlich machen wollen. Dieses Haus, das Gefängnis, setzt natürlich die Stadtsicherheit in den Vordergrund, weil diese Geheimpolizei hier einfach vor Ort tätig war. Aber wir versuchen auch immer, das so gut wie möglich in den Kontext zu stellen, damit wir eben in der Bildung auch zeigen können, dass natürlich nicht nur ein Akteur dafür verantwortlich war, was in der DDR passiert ist, ne, sondern dass die SED den Ton angegeben hat sozusagen und dann ja aber auch Bereiche in der Justiz zum Beispiel, die Staatsanwälte, Rechtsanwälte, Richter, mitgewirkt haben, die Polizei und so weiter. Also, dass es ganz viele Akteure gab, die am Ende dieses System natürlich errichtet haben. Herr Mönnig fragt, sind die Mitarbeiterinsassenlisten öffentlich zugänglich? Die Listen von Inhaftierten sind nicht öffentlich zugänglich. Das hat Datenschutzgründe, weil Inhaftierte als Betroffene gelten und ihre Daten besonders geschützt werden müssen. Und auch zu Recht geschützt werden. Also die sind nicht öffentlich zugänglich. Das ist immer jeweils die Entscheidung der betroffenen Personen, ob sie es quasi sagt und öffentlich macht, dass sie politische Verfolgung, politische Inhaftierung erlebt hat oder nicht. Bei den Mitarbeiterlisten weiß ich, dass in Zeiten des Internets natürlich auch immer Listen im Internet zu finden sind. Da würde ich mich aber, wenn Sie das interessiert, gegebenenfalls an Stasi-Unterlagenarchiv wenden. Rein rechtlich darf man Mitarbeiter nennen als Begünstigte, aber natürlich Betroffene nicht. Ja. Gut, aber es gibt ja die Möglichkeit, sozusagen bei einem Besuch bei Ihnen, also auch ehemalige Häftlinge einzuladen als Zeitzeugen. Sie haben ja schon gesagt, Sie haben die Kontakte und können also auch solche Gespräche und solche Treffen bei Ihnen in der Gedenkstätte vermitteln. Genau, wir hatten zum Beispiel am 13. August letztes Jahr zum Gedenken an den Mauerbau hatten wir ein Erzählcafé gemacht. Da haben wir ehemalige Inhaftierte eingeladen und auch die Öffentlichkeit, um einfach ins Erzählen zu kommen. Das sind natürlich immer Personen auch, die das erzählen möchten. Es gibt ganz viele Betroffene und das ist auch ihr gutes Recht, die anonym bleiben möchten. Und da ist es auch natürlich unsere Aufgabe, dann Geschichten und Erzählungen von diesen Personen mit in unsere Arbeit einzubauen, aber Personen nicht erkennbar zu machen. In unserer Ausstellung gibt es aber auch zum Beispiel einen Teil Ausstellungstafeln, die Inhaftierte, die
Genehmigung dazu gegeben haben, als so Fallbeispiele darstellt. Also das ist auch bei uns möglich. Hier kommt eine Frage nach Literatur zum Stasi-Personal. Ja, vielleicht kann das jemand auch, also Frau Brüning weiß nicht, inwieweit Sie da was zu sagen können zu der Frage nach Literatur sozusagen zu den Tätern, zu den Stasi-Tätern. Ich weiß, dass Jens Giesecke also vor längerer Zeit schon etwas zu den Tätern, zu den Stasi-Hauptamtlichen veröffentlicht hat. Aber ich denke auch jemand vielleicht aus unserem Teilnehmerkreis könnte da was noch beitragen. Ich weiß nicht, wie. Genau, ich kann gerne auch noch ein bisschen was erzählen. Sie haben Jens Giesecke erwähnt. Es gibt auch mittlerweile mehrere Lokalstudien zum hauptamtlichen Personal des MFS. Das nimmt zu, habe ich das Gefühl. Es gibt gerade jetzt auch von der Bundesstiftung Aufarbeitung wird das gefördert, ein Promotionsvorhaben zu hauptamtlichen Mitarbeiterinnen, also zu Frauen, die im MFS gearbeitet haben. Da gibt es schon einiges. Wenn die Person gerne Literaturempfehlungen haben möchte, dann würde ich nur herzlich einladen, mich anzuschreiben. Dann kann ich mal meine Literaturliste gerne im Nachgang zusenden. Ja, gut. Ich denke, das ist angekommen. Also die Bitte bei Interesse einfach die Internetseite, die ist ja oben zu sehen, die steht ja im Chat auch. Und dann einfach eine Anfrage über die Mailadresse an Frau Brüning schicken. Ja. Jetzt muss ich hier mal mein Chat so ein bisschen. Die Frage von Henry Ziese nach Angeboten, nach Literatur, wahrscheinlich auch Filmangeboten, bei denen Schicksale nachgezeichnet werden. Auch da gibt es mittlerweile eine ganze Bandbreite. Da würde ich auch, um das jetzt nicht alles aufzuzählen, einfach herzlich dazu einladen, gerne einfach Kontakt im Nachgang zu mir aufzunehmen. Dann kann ich da eine Zusammenstellung gerne auch rumschicken. Ja, ja. Ich denke, wenn man zum Beispiel auf den Seiten der verschiedenen Landesbeauftragten für die Aufarbeitung der SED-Diktaturen in den Ostbundesländern nachschaut oder wenn man auf die Seite der Stiftung Aufarbeitung schaut, auch bei der Bundeszentrale politische Bildung, da findet man sicher ganz viele Angebote. Es gibt übrigens bei der Bundeszentrale auch eine Mediathek, wo ganz viele Filme eingestellt sind. Und da lohnt sich das einfach mal einen Suchbegriff einzugeben und sich dann die verschiedenen Literatur- und Filmangebote einfach anzuschauen. Ja, also da ist wirklich jede Menge eingestellt und da findet man auch eine ganze Reihe von interessanten Sachen. Und natürlich, wo wir jetzt gerade bei der Landeszentrale sozusagen zu Besuch sind, nicht nur bei der Landeszentrale Mecklenburg-Vorpommern, da natürlich auch, aber auch bei den anderen Ostlandeszentralen lohnt sich das Nachgucken bei den Publikationen. Ja, also wenn Sie das sozusagen anfangen, da haben Sie eine ganze Zeit zu tun mit, um das alles zu durchstöbern. Ja. Und wenn Sie uns besuchen kommen und in die Gedenkstätte kommen, dann werden Sie auch bei uns im Besucherfoyer auch ein neuer Raum, der seit der Sanierung entstanden ist, zum Beispiel Regale mit Broschüren finden und Büchern, die Sie sich kostenfrei mitnehmen können. Ja. Also hier geht es dann auch vor Ort. Bitte. Ja, das ist doch hervorragend. Meine Kirchturmuhr gegenüber, die hat gerade 19 Uhr geschlagen. Das würde bedeuten, dass unsere Stunde zu Ende geht. Und ich gucke jetzt noch mal. Es ist die letzte Gelegenheit, jetzt eine Frage zu stellen.
Und also die in den Chat zu schreiben oder sich sichtbar zu machen hier auf dem Bildschirm und etwas zu fragen noch an Frau Brüning und zur Dokumentations- und Gedenkstätte in Rostock. Aber das Bedürfnis scheint nicht zu bestehen. Und insofern denke ich, wir beenden unser Gespräch. Frau Brüning, es sei denn, Sie haben noch eine Bemerkung, einen Punkt, den Sie erwähnen wollen, den Sie noch benennen möchten. Erstmal ein herzliches Danke, dass auch alle Teilnehmenden bei dem schönen Wetter ausgehalten haben, den Abend mit uns zu verbringen, die Stunde. Und nur vielleicht noch als kleine Info, Sie finden die Kontaktdaten alle auf der Webseite, die ich vorhin in den Chat gestellt habe. Und wir sind von Montag bis Freitag im Moment nach Anmeldung geöffnet. Das hat vor allem Gründe, die sich aus der Pandemielage ergeben. Also wenn Sie uns besuchen wollen, rufen Sie einfach kurz an, schreiben Sie eine Mail und dann kriegen wir das meistens auch gut hin. Alles klar. Gut. Ja, Frau Dr. Brüning, haben Sie ganz herzlichen Dank für unser Gespräch, für die Informationen, für die Bilder. Und ich gebe zurück sozusagen in unser Studio nach Wahn-Müritz zu Henry und überlasse dir das, unsere Sendung zu beenden. Ja, ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite, Frau Brüning, für den spannenden Einblick in Ihre Institution und auch darüber hinaus in Ihre Arbeit. Und auch an Herrn Kleen natürlich oder an Martin ganz herzlichen Dank für die Moderation. Ja, meine Damen und Herren, auch an Sie ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein. Vielleicht noch zum Schluss der kurze Hinweis. Es geht weiter mit einer Pause über Ostern am 27. April. Dann mit der Erinnerungsbildungs- und Begegnungsstätte Altrese. Also da kommen wir geografisch zumindest etwas näher an uns hier wieder in Waren heran. Ja, und da dürfen Sie gespannt sein. Sie kriegen aber natürlich auch noch mal eine Einladung vorab. Dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Rest Mittwoch. Noch ist Sonnenlicht da. Genießen Sie das schöne Wetter. Und wir sehen uns demnächst wieder und ja, bis bald und frohe Ostern. Ja, maximale Ostern, genau.